eine ganze Menge Sonnenstrahlen, ein Beachschläger, ein Methodikball und eine ganze Menge Sand. Beim ersten internationalen Beachtennisturnier des DC St. Salvator wurde auf der Anlage in der Burgenstadt Friesach Kärnten ordentlich Gas gegeben. Was sagst du zu dieser Veranstaltung? Ja, ich finde es super, dass das der Tennisclub St. Salvator veranstaltet. Das ist ein super Event und macht auch Spaß. Von der Stadtgemeinde her haben wir eine super Veranstaltung, ein tolles Event. Und wie man sieht, bei diesem schönen Wetter sind sehr, sehr viele Leute da und es sind spannende Spiele. Unsere 442 Vereine in ganz Kärnten und ganz insbesondere der DC St. Salvator sind offen für diese neuen Trendsportarten. Es ist wichtig, den Trend zu erkennen, umzusetzen und auch der Jugend näher zu bringen, damit sie auch bei den neuen Sportarten, so wie dort beim Beachtennis, eben mit dabei sein können und wie man sieht, sehr, sehr viel Spaß haben. Über 100 Spielerinnen und Spieler aus drei Nationen waren mit dabei. Nach dem nationalen Turnier im Vorjahr war es für den DC St. Salvator heuer der erste international ausgeschriebene Bewerb. Ja, und wie bewertet man dieses Event aus der Sicht des ÖTV? Das ist das bestorganisierte Turnier Österreichs und wir haben sehr viele Ziele mit Kärnten und mit Friesach für die nächsten Jahre. Turnierleiter Christian Kogler mit der gesamten Mannschaft machen das sensationell. Mit so viel Energie, mit so viel Eifer, mit so viel Idealismus funktioniert es eigentlich nirgends so wie bei uns da. Es ist ein Wahnsinn, ich finde das toll. Total viele Sportler, die mitspielen, obwohl die Sportart nicht so publik ist. Und wenn man dann da dabei ist mit der Musik im Hintergrund, mit den tollen Verpflegung, Getränke, alles was es da gibt, macht extremst Spaß und ist eine super Veranstaltung. Für OK-Chef und Turnierleiter Christian Kogler ist das Ganze aber noch lange nicht top. Eine dementsprechende Analyse steht an. Man sieht auch Verbesserungen gibt es wahrscheinlich immer. Man muss sich sehr genau überlegen, jetzt nach dem Turnier, was gepasst hat, was nicht vielleicht, was noch verbesserungswürdig wäre. Aber wenn wir versuchen, dass wir das nächste Jahr natürlich noch toppen können. Und natürlich ist die Gemeinde Friesach sehr darauf bedacht, auch weitere Jahre mit diesem Tennisverein zusammenzuarbeiten. Ich bin ganz begeistert vom Beachtennis da in Friesach. Der Tennisclub St. Salvator, Gott sei Dank kein Sportunionverein, hat den Trend erkannt und hat ihn auch umgesetzt. Und ich glaube, das ist ein Sportart, die zukünftig bei uns öfter zu sehen sein wird. Dieser Trendsport verbindet nicht nur Elemente aus Beachvolleyball, Tennis und Badminton, sondern auch sportbegeisterte Menschen in allen Lebenslagen. Wenn es nach den Verantwortlichen, ÖTV und Tennisclub St. Salvator geht, gibt es das Beach-Event auch im nächsten Jahr wieder.